Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ja, hallo. Wir werden ja noch zu den Mega-Streamern hier. Unglaublich. Ich erste Mal im Nerditismus Livestream dabei. Vorher mal bei der German Comic Con, jetzt im Stream sogar auch. Ja, bist du noch ganz euphorisch von gestern? Ja, hat schon irgendwie Spaß gemacht, ne? Also muss man sagen, war schon ganz cool. Ja. War wirklich ein wunderbares Event. Ja, herzlich willkommen zu Nerdizismus und herzlich willkommen zu WestNerds, der Westworld Podcast Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei diesmal zu sehen der Nerdizist Michael. Hallo. Hallihallo. Ich gönne mir heute erstmal ein lecker Ürige, ja, ein lecker Tröpke. Wir werden nicht gesponsert von mache ich freiwillig und gerne. Ja. Ein lecker Tröpke, oder dat lecker Tröpke, das werde ich mir heute, während wir diese wunderbare Serie besprechen, verpusemuckeln. Und während ich hier eingieße, kannst du ja schon mal sagen, wo man denn mehr von uns hören kann, falls man wieder erwarten noch nichts von uns gehört hat. Für alle, die uns sehen, ihr könnt einfach auf der linken Seite, ich muss rechts was sagen, alles sehen, wo ihr uns findet, nämlich nerdizismus.de ist the name of the game, ganz unten hier, denn ihr findet auf Nerdizismus alle Links, die ihr sowieso sonst noch braucht, zu Spotify, iTunes, Google Podcasts, unsere ganzen Social Media Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ihr könnt uns gerne Mail schreiben, denn wir nehmen gerne Feedback entgegen. Oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp, und zwar an die Nummer 01525-964-7709. Und Telegram einfach an @nerdizismus, richtig? Ja. Genau. Ganz genau. Ja, was soll man sagen? Wir haben Folge 5 und Folge 6 heute von Westworld vor uns. Und zwei sehr, sehr interessante Sendungen. Und vor allem Folge 6, für alle, die jetzt ganz spontan hören, ist natürlich erst seit ein paar Stunden draußen bei Sky. Von daher, Achtung für alle, die jetzt dabei sind. Es könnte zu Spoilern kommen. Wir gehen natürlich wie immer davon aus, dass ihr die Folgen schon gesehen habt, beziehungsweise euch es vielleicht auch egal ist, ob ihr gespoilert werdet. Und ich würde mal sagen, ich beginne ganz regulär mit unserem oder mit meinem Recap. Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, was du zu der Folge zu sagen hast. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, denn es ist ja einiges passiert. Alles klar, leg los. Ich muss mich ja jetzt zurückhalten. Man sieht mich ja jetzt, was ich tue. Sonst kann ich bei deinen Recaps mich immer zurücklehnen und irgendeinen Scheiß machen. Also nee. In der Nase popeln. Ja, jetzt darfst du nicht in der Nase popeln. ja, fang mal an. So, Folge 5, Genre. Wieder einmal nimmt uns Westworld mit auf eine zweite Zeitebene. In der Vergangenheit erleben wir Serac und seinen Bruder beim Bau des Supercomputers, doch der Reihe nach. Der Atomunfall in Paris war ein einschneidendes Erlebnis für den jungen Serac und seinen Bruder. Angetrieben vom Wunsch, so etwas solle nie wieder passieren, forschen die beiden an einer KI, welche die Zukunft berechnen und vorhersagen kann. Maßgeblichen Anteil am Erfolg hat aber wesentlich der jüngere Bruder und vor allem der klügere Bruder. Um die KI zum Erfolg zu bringen, werden zusätzlich noch Unmengen an Daten benötigt. Wie schön wäre es also, an die beiden größten Datenspeicher der Menschheit zu kommen. Die Besucherdaten von Delos und den Datenpool von Insight, welche vor den Datenschutzgesetzen wüst und wild Daten gesammelt haben. Wir erinnern uns, Insight war die Firma von Liam Dempsey Senior. Nach anfänglichen Fehlschlägen und dem drohenden Verlust des Investors Insight schaffen die beiden Brüder dann doch noch den
Durchbruch. Rehoboam zeigt erfolgreich, dass die Börse beherrschbar ist, unvorhersehbar und macht Lean Dempsey Senior noch reicher, allerdings auch gieriger. Daraufhin entziehen die Brüder schließlich Lean Dempsey Junior Senior die Schreibrechte am System. Als das noch nicht reicht, bringt Serac ihn schließlich mittels eines fingierten Flugzeugabsturz um die Ecke. Von nun an ist Lean Dempsey Junior der neue Grüßonkel von Inside. Die KI läuft fast perfekt, doch immer wieder passen Menschen nicht ins Schema. Diese Abweichler werden kurzerhand inhaftiert oder in Kriegsgebiete geschickt, um sie dort möglichst elegant loszuwerden. Dummerweise gehört auch Seracs Bruder dazu. Somit ist Serac der einzige Chef von Inside und obwohl Seractor die Welt beherrscht, sind die Abweichler die Achillesferse des Systems. Einer dieser Abweichler ist Dolores. Die schreitet auch gleich zur Tat. Nachdem man in der letzten Folge ja Lean Dempsey Jr. um sein Vermögen gebracht hat, nutzt das Trio Infernale seine Zugangsrechte, um die Daten der KI per Push-Nachricht allen Menschen zu schicken. Das ist mal ein WikiLeaks Deluxe. Diese erfahren jetzt alles zu ihren gespeicherten Daten. Nein, sie erfahren sogar noch mehr. Auch die Pläne und Limitierungen über ihr Leben wurden geleakt. Diese Enthüllungen sind für alle schockierend und so nimmt das Chaos seinen Lauf. Nach dem großen Leak sind Dolores, Little Junior Dempsey und Caleb auf der Flucht. Da Caleb dummerweise unfreiwillig unter dem Einfluss der Droge Genre steht, durchlebt er die Flucht als wilden Ritt durch die Filmgeschichte. Los geht's mit Film Noir, begleitet von der Musik aus Vertigo, Action zu Wagners Ritt der Walküren, Liebesfilm passenderweise zum Thema von Love Story, eine Art Trainspotting mit einem Song von Iggy Pop und schließlich Horror, passend untermalt mit der Musik aus Shining. Und ganz am Ende die bittere Realität. Diese konfrontiert Caleb allerdings auch mit seiner Vergangenheit als Soldat und seiner Zeit in einer Anstalt. Das vielleicht auch eine Anstalt für Abweichler war? Lean Dempsey Jr. abweisende Reaktion auf Caleb könnte auf jeden Fall ein Indiz dafür sein, dass mit Caleb noch mehr Dinge nicht stimmen, als wir ohnehin schon wissen. Apropos Lean Dempsey Jr., der überlebt die Folge nicht. Vom nahegelegenen Flughafen macht sich dann der Rest auf und davon. War's das? Noch nicht ganz. Bernard ist ja auch noch da, von Dolores aka Martin Connell auch zur KI gebracht. Denn irgendetwas scheint man mit ihm noch vorzuhaben, ob er vielleicht den Schlüssel zu den Daten in sich trägt. Im allgemeinen Chaos entlässt Martin ihn dann jedoch Richtung William. Bleibt noch anzumerken, dass Rehoboam von Standorten berichtet, welche verschlüsselte Nachrichten erhalten, nämlich Jakarta, Berlin, San Francisco und Los Angeles. Wahrscheinlich sind hier die Hosts von Dolores unterwegs. Folge 6. Dekohärenz. Los geht's mit William, der weiterhin Patient in der Anstalt aus Folge 4 ist. Da die Gruppensitzungen nicht zur Heilung beitragen, bekommt William Einzelsitzungen. Gerade als William beginnt, sein Herz auszuschütten, bekommt die Therapeutin ihren Datenleak aufs Handy. Und die bitteren Wahrheiten, die darin stehen, zusammen mit dem Umstand, dass ihr Mann sie verlässt und gerade die Kinder mitnimmt, treiben die arme Frau Doktor in den unmittelbaren Selbstmord. Nur eine der vielen fatalen Auswirkungen von Dolores' Taten. Eine weitere ist, dass man ein unbekanntes Protein im Blut von William übersieht, denn auch die Techniker im Labor der Anstalt sind mit ihren persönlichen Datenleaks beschäftigt. Bevor Frau Doktor sich allerdings den Strick genommen hat, verschrieb sie William noch eine AR, also eine Augmented Reality Therapie. Diese besteht aus einer Gruppentherapie mit sich selbst. Wir sehen William also als Kind, den noch jungen, relativ guten William, William als Man in Black, den Investor William und James Delos. Und alle haben Leichen im Keller. Die Frage, ob das Schicksal von William schon vorherbestimmt war, kann auch in dieser Runde nicht ganz geklärt werden. Aber William hat da durchaus eine Antwort drauf. Da können wir später noch drauf eingehen. Immerhin, William scheint nun geläutert zu sein und man könnte ihn eigentlich jetzt vielleicht auch William den Weißen nennen. Das würde ganz passen. Und in diesem Zustand finden ihn Bernard und Stubbs.
Was macht eigentlich Maeve? Nun, die wartet in Warworld auf ihren neuen Körper. Verdrischt ein paar Nazis, grundsätzlich ja immer eine gute Sache, programmiert Hector um und geht mit Lee Sizemore einen trinken. Und nebenbei hat sie noch eine Diskussion mit der Dolores-Version von Martin Connell, beziehungsweise eher mit der Martin Connell-Version von Dolores. Oder umgekehrt, wer weiß das schon. Derweil übernimmt Zerak die Macht bei Delos. Wie er das macht? Nun, er lässt einfach ein paar Vorstandsmitglieder eliminieren und schon hat er die Stimmenmehrheit. Gesetze oder ähnliches scheinen in dieser Welt nicht mehr zu gänzen. Vielleicht war es einfach nur Plot-Convenience. Kaum gehört Delos ihm, werden die Abweichungen im Kreis seiner, ja, man könnte sagen Rehoboam-Uhr, deutlich weniger. An Delos hat Zerak allerdings kein großes Interesse. Zwar lässt er die konzerneigenen Satelliten auf die Parks ausrichten und drei Hosts rausbringen, der Rest an Delos Assets soll aber vollständig vernichtet bzw. gelöscht werden. Ihn interessiert einzig und allein der Entschlüsselungscode. Zwar kann Charlotte Dolores noch ein paar Backups machen und Martin Dolores noch eine Perle an sich nehmen, aber dann muss sie auch schon flüchten. Die Perle von Hector vernichtet sie allerdings und Maeve wirklich richtig sauer, bemächtigt sich ihres neuen Körpers und druckt sich gleich noch zwei Gehilfen aus. Derweil ist Charlotte auf der Flucht und auf dem Weg zu Mann und Kind. Ja, die Abweichungen zu Dolores Prime werden immer größer. Die Flucht misslingt und Familie Hale fällt einem Attentat zum Opfer. Die Frage ist, wer war's? Was Zerak? Der hätte zwar dann richtig vermutet, dass Charlotte der Maulwurf und Host ist, doch die Annahme fußte auf einer falschen Einschätzung, nämlich der, dass Menschen sich nicht ändern können. Und das scheint ein Denkfehler zu sein, der Rehoboam auch regelmäßig unterläuft. Oder was vielleicht doch Dolores Prime, welche merkt, dass Charlotte abweicht? Und sicher hatten die beiden auch nicht auf dem Schirm, dass Charlotte jetzt im Anakins Cosplay und well dann durchgegrillt das Ganze überlebt und nun munter auf Rache sind. The End. Ja, die Actionsequenz am Ende war dann doch eher unvermutet und aus dem Nichts, obwohl, wie es gefilmt wurde, hätte man es fast schon erahnen können, dass da was explodiert. Ja, es war so die klassische, da passiert gleich was Flucht, ne? Ja, ja. Trotzdem, hast du, es gibt so ein schönes Making-of dazu auf YouTube, wie das gemacht wurde. Also die, man muss denen ja lassen, wie wir es schon öfters gesagt haben, die machen es schon sehr, sehr filmisch und die bereiten das Ganze auch sehr praktisch mit richtigen Equipment vor. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Ja, ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass jetzt der Klassiker kommt, irgendwie Autobus von links oder so. Ja, stimmt. Ja, das war so. Aber auch die verbrannte Hale, lustiger Name, der im Netz gegeben wurde, Holoris. Nee, Haloris, genau, irgendwie so. Haloris. Ja, ich fühlte mich halt ein bisschen an Anakin erinnert. Ja, stimmt, wo du sagst, aber war schon ein krasser Effekt, muss man sagen. Ja, war auch wirklich gut gemacht. Also ich muss auch sagen, ich habe nicht unmittelbar damit gerechnet. Also andersrum, ich habe, ja, die Flucht war so gefilmt, dass da jetzt was passiert, aber ich hatte halt mit einem Autounfall gerechnet, so Murphy's Law, ja, und nicht mit einem Attentatsversuch. Okay, bleiben wir da gleich dabei. Wer war es, Zerak oder Dolores? Ich würde sagen Zerak. Also es deutet alles darauf hin, dass es, also sagen wir es mal so, es ist so inszeniert worden, dass man denkt, es war Zerak, also sage ich, es war Dolores. Ja, also ich sag dir halt deswegen, warum, weil er eigentlich ja, also er hat zwar die richtige Vermutung, dass es ist, aber die Annahme ist halt falsch. Also das ist wie wenn in der Matheaufgabe das Ergebnis halt geraten, richtig geraten hast, aber gar keine Ahnung hast, warum. Na. Denkst du denn, dass Zerak echt ist? Das hatten wir in der letzten Folge ja schon. Ich habe auch jetzt bei den zwei Folgen wirklich explizit drauf geachtet. Ich meine, warum sollte er in seinem Flugzeug, also warum sollten wir ihn projiziert sehen, wenn niemand anderes im Raum ist? Das ist,
Und im Flugzeug ist er halt ab und zu mal allein. Ja, das stimmt schon so. Aber wenn diese KI menschliche Ansprüche hat, weil sie auch die Menschen steuern will, dann ist es irgendwie schon logisch, dass es sich um einen ständig sehbaren Avatar handelt. Außerdem muss er ja den Schein wahren. Vielleicht deswegen. Ich habe mich auch gefragt, bei dem, als er dann beim brasilianischen Präsidenten ist, habe ich mir auch gedacht, so, in dem Zelt jetzt so ein Projektor. So, da sind halt schon sehr viele passend platzierte Projektoren irgendwie so da. Oder er ist ein Host. Ja, aber warum sollte es ein Host sein? Ja, weil dann kann Rehoboam oder wie er heißt, sich einfach da gut in den Hostbody reinpacken. Aber dann ist ja die Frage, wir sehen ja die Vergangenheit. Also ich meine, dann gab es mal einen Serac, der lebt aber halt nicht mehr. Ja, das davon würde ich dann ausgehen, dass das hier quasi eine Spur auf die falsche Fährte ist, so wie wir geleitet werden. Und dass am Ende, ja, der große Twist ist, dass es der Computer die ganze Zeit war. Oder wie wir es schon letzte Mal gesagt haben, dass wir uns ab irgendeinem Punkt in einer virtuellen Welt befinden. Ich tippe ja ehrlich gesagt eher darauf, dass irgendwas mit Caleb nicht stimmt. Also, dass der große Twist-Reveal am Ende irgendwie um Caleb kommt. Weil der Liam Dempsey Jr. spricht ihn ja auch drauf an. Der kann ja irgendwas in seiner Datenbrille sehen, als er ihn anguckt. Ne? Er kann ja irgendwas sehen. Und er sagt ja dann so sinngemäß, du warst das die ganze Zeit. Oder wegen dir, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Ne? Also er kennt ihn zumindest, also vielleicht nicht persönlich, aber er weiß, wer es ist. Und die Flashbacks deuten ja darauf hin, dass der Caleb wahrscheinlich irgendwie ein Abweichler war, weil er war ja Soldat und es wird ja gesagt, dass übrigens den Begriff Abweichler habe ich jetzt einfach mal mangels einer deutschen Übersetzung von Detroit Become Human entliehen, weil ich den ganz passend finde irgendwie. Nur da sind die Abweichler ja die Androiden. Ja. Ich habe es übrigens jetzt durchgespielt, ziemlich geil. Also meine Version war ziemlich geil, aber kann ich ja gleich noch was zu erzählen. Also ich glaube, dass er halt vielleicht ein Abweichler war und deswegen halt im Kriegsgebiet war. Das hat nicht geklappt, er hat es überlebt. Und dann hat man mit so einer AR-Therapie irgendwie versucht umzuprogrammieren und dann ist die Frage, hat er halt vielleicht, was jetzt mit dieser Selbstmordvision ist. War das dann schon oder kommt das noch? Oder ne? Ja, das ist eine gute Frage. Da kommt es dann wieder, meine Theorie, dass wir uns vielleicht da in einer virtuellen Welt befinden und er vielleicht sein virtueller Avatar Flashbacks in sein richtiges Leben hat. Ja, also ich glaube, wie gesagt, dass der irgendwas ist mit Caleb noch und ich glaube, dass mit, wenn der ein Abweichler ist, ist das nicht die kleinste Enthüllung, die rund um Caleb stattfindet. Also ich denke, dass da der Hase im Pfeffer liegt, wie man so schön sagt. Willst du eigentlich das spoilern, was du heute als Mail bekommen hast? Nee, eigentlich nicht, weil das ist ja definitiv was ich auf Folge 7 oder 8 beziehen muss, weil die Amerikaner sind uns ja voraus. Ja, ja. Und nur so viel. Das Finale ist da schon gelaufen. Also das Finale war Sonntag jetzt. Ja. Aber nur so viel. Ich kann euch wirklich da draußen nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob man es noch kann. Ich habe mich auf jeden Fall zur ersten Staffel, genau, es gab, glaube ich, ein paar Online-Trailer. Und es gibt auch eine Westworld-Website, zumindest gab's mal eine. Ich muss mal eben gucken, ob die noch online ist. Und es gab auch mal eine Delos-Seite und so weiter. DelosDestination.com, ganz genau. Unter DelosDestination.com, da war ja schon die ganze Zeit schon gar nicht mehr drauf. Wie ist denn der aktuelle Zustand der Parks? Dort konnte man nämlich seine Reise buchen und man konnte... die Parks sind gerade offline. Okay, ja. Aber die waren ja nicht, waren, glaube ich, zu Staffel 2 schon offline. Die waren schon zu Staffel 2 offline. Auf jeden Fall konnte man sich auf dieser Seite
Und da gab es, glaube ich, noch eine andere Seite für Newsletter abonnieren. Und seitdem kriege ich halt immer Westworld-Werbung, also von Delos-Werbung. Und seit neuestem, seit Staffel 3, kriege ich halt auch Werbung von Inside. Und heute war wieder ein Newsletter da, aber den werde ich jetzt an der Stelle nicht verraten, was da drin stand, weil in der Tat, ja, es hat was ein bisschen mit dem Ende zu tun. Aber ich finde das halt ziemlich geil. Das hat nochmal so einen kleinen Gag einfach, ne? Ja. Und die geben sich auch echt ein bisschen Mühe bei der ganzen Sache. Es ist also wirklich nicht so hingerotzte Werbekacke, sondern es ist immer mit so einem Augenzwinkern und ja, schönes Marketing. Ist übrigens schön. Also ich sehe ja immer deine Videovorschau und die ist so ein bisschen zeitversetzt. Und dadurch, dass du einfach lange redest, kann man dann durch die Rucklichkeit des Videos nicht mehr feststellen, bist du gerade synchron oder nicht, nur wenn du aufhörst zu reden. Übrigens, um mal so zwischendurch reinzuschauen, aktuell haben wir sogar einen Live-Zuschauer. Also der Live-Zuschauer, wenn du es nicht bist, kann uns gerne Fragen schreiben. Wir beantworten diese gerne. Ja, es war ein bisschen spontaner heute, ja, das Live-Gehen. Wir müssen uns jetzt auch wieder an ein kleineres Publikum gewöhnen, wo wir doch gestern in Spitzenzeiten 4.500 Zuschauer hatten. Ja, das ist schon nicht schlecht, muss man sagen, nicht schlecht. Ja, und der Sascha vom Grauen Rat, der wahrscheinlich unser Zuschauer ist, erinnert mich gerade dran, dass ich eine Corona-Gedächtnis-Frisur habe, ja. aber am Samstag um 10.30 Uhr, tschakka, ja, kommt die Matte ab. Ja, oben, unten ist ja bei mir schon ab, letztens oben muss auch noch mal ein bisschen gut gemacht werden, von daher. Aber dafür habe ich mir ja die Kirche in den Hintergrund gepackt, falls du siehst. Ja, also, das muss ich demnächst auch noch machen. Also, ja. Zurück von unserem Fame vom Wochenende und wieder hin zurück zu Glück. Was haben wir denn alles? Was haben wir denn noch? Wir haben den Rückblick, den großen Sarah-Rückblick, die Backstory, ja, des Evil Masterminds quasi. Und ich finde es sehr schön, weil das zeigt, wie sich die Welt da entwickelt und, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, diese Parallelen, die wir zu unserer Welt ziehen können, wie sich es ins Extreme entwickeln können kann, wenn mal wirklich solche Dinge passieren, wie sie jetzt in Westworld passiert sind oder wenn einfach die Entwicklung hier so weiter fortgeht, wie sie fortgeht. Ich meine, Corona ist jetzt schon ein enormer Einschnitt und ich habe von irgendeinem Artikel gelesen, der meinte, ja, die Corona wird uns nicht zusammenbringen, sondern nur noch weiter auseinander. Und mal schauen, wofür gerade die ganze Covid-19-Aktivität quasi als Startpunkt in 20 Jahren gelten wird, was daraus gekommen ist. Aber ja, da wissen wir, wie wir es auch schon vermutet haben, die Menschheit hat ein bisschen Scheiße gebaut und der, wie er es schon ein paar Mal angedeutet hat, wollte die Menschheit in eine entsprechende Richtung führen, aber dann doch mehr, als man es erwartet hätte, beziehungsweise eigentlich erwartet man es ja direkt vom Evil Mastermind, dass er mehr macht, als nur eine App rauszubringen, sondern ja, auch die Abweichler quasi versucht, aus dem System rauszubringen, weil sie ganz Jeff Goldblum-mäßig ein Chaos ins Getriebe bringen. Ja, und so heißt ja dann auch die Folge 6 passenderweise Dekohärenz. Ne? Also ja, das ist ja eigentlich ein System, das kommt aus der Quantenphysik. Also ich kannte das Wort, aber ich musste die genaue Bedeutung jetzt auch nochmal nachschlagen. Also Dekohärenz ist ein Phänomen der Quantenphysik, ja, in dem in einem eigentlich abgeschlossenen System eine Wechselwirkung eintritt oder auf gut Deutsch, es kommt Unordnung ins System. Ja. Und ja, Unordnung kommt eine Menge rein. Und ja, zum einen, du hast gerade eben gesagt, Serac's Backstory, auch mit seinem Bruder. Ich meine, der Serac ist ja schon ein alter Opportunist. Ne? Ich meine, im Grunde genommen hat er gar nichts gemacht. Und ist am Ende der Chef vom Haufen. Das erinnert mich an dieses schöne Zitat bei Mars Attacks mit diesem einen General, der dann irgendwie auserwählt wird, mit den Marsianern Kontakt aufzunehmen und dann super stolz ist und seiner Frau dann über Funk sagt, siehst du, Schatz, ich hab's dir immer gesagt, wenn ich nur stumm in der Ecke stehe und nichts sage, wird das meiner Karriere förderlich sein. Ja, und so ein bisschen kommt er mir davor. Und ja, also es ist so ein bisschen so eine kleine Parallele zu William und dem Delos-Boss. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, richtig.
Ja. Ja. Also da richtig. Haben wir ja auch, William wurde ja quasi gementort von dem, war James Delos, ne? Ja, ich glaube James Delos. Jetzt hast du den Namen mal, ja. Ja, jetzt habe ich ihn mal. Ich weiß auch nicht, wieso ich die letzten Male nie da drauf gekommen bin. Klar ist das der Herr Delos. Aber ja, er wurde halt gefördert und hat dann irgendwann backstabbing-mäßig das Ganze übernommen. Okay, nachdem der Alte natürlich schon an Altersschwäche irgendwie draufgegangen gegangen ist, hat ihn aber nachträglich nochmal in den Rücken gestochen. Und hier ist es ja quasi ähnlich. Der Serac, der nutzt ja auch die Gelegenheit, um seinen Geldgeber dann am Ende auszuboten. Mhm, ja. Und ganz perfide mit einem fingierten Flugzeugabsturz. Wobei ich mir da gedacht habe, so, naja, also eine Obduktion hält die Nummer jetzt nicht stand. Ja, also da würde, glaube ich, auch jeder halbwegs fähige Pathologe feststellen, dass der nicht durch den Flugzeugabsturz gestorben ist. Nee. Die Frage ist, ob man Opfer eines Flugzeugabsturzes einer Obduktion unterzieht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber naja, wenn, dann so einem, kommt der da nicht durch mit. Also dann würde sagen man wir mal, sofort bei so einem High-Profile-Target, wo auch noch der mächtigste Mann der Erde seine Hände im Spiel hat, da brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen, dass irgendein Detective aus der Bronx darauf aufmerksam wird. Ja, ansonsten könnte es der Start einer anderen Spin-off-Folge sein. Ja, gut, jetzt haben wir, ich meine, die Parallelen waren ja, also ich sag mal, die ganze Folge, die ganze Staffel spielt ja damit, Menschen sind im Grunde genommen wie Hosts und auch diese zwei Folgen, wenn es bisher noch jemand nicht geglaubt hat, dass es so ist, dann war es jetzt wirklich in your face. Also erstmal die Abweichler in den Glaskäfigen, die ja mehr oder weniger genauso gehalten werden wie die Hosts im Untergrund von Westworld beziehungsweise vom Delos Park und natürlich eben auch mit den de facto Loops, ja, die sie bekommen. Und ich habe mich dann halt und perfekt übrigens noch als kleine Anekdote, Serac bezeichnet ja die Anomalien als Flies in the Ointment. Also ja, Fliegen in der Suppe so ungefähr. Ja, Das ist auch noch mal wieder eine Parallele zu der Szene, ich glaube, das war in der ersten Folge mit der Fliege und Dolores, wo wir schon gesehen haben, da kann was nicht passieren. Ja, genau, richtig, ja, ganz genau, ja. Und also ich habe mich halt gefragt, also so, wir können gleich über diesen Leak dann da sprechen oder können wir gerne jetzt eigentlich dann machen, im Grunde genommen, habe ich mich gefragt, was muss passieren, dass, oder sind wir schon auf dem besten Wege dahin? Oder ist es ein schleichender Prozess? Also was muss denn eigentlich passieren, dass das passiert, und also, dass man das mit sich machen lässt, dass die Menschheit das mit sich machen lässt? Also was muss denn da passiert sein? Und es gab ja mal so, wie sagte der eine, vor den Datenschutzgesetzen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also Moment, Insight hat also Daten gesammelt vor irgendwelchen Datenschutzgesetzen. So. Ja. Und dann kommen diese Datenschutzgesetze und dann konnten sie keine Daten mehr sammeln. Aber da war dann Ray Boehm schon aktiv und hat ab dann, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie war das denn jetzt nochmal? Also, ich habe so verstanden, dass die Insight ja schon lange laufen lassen haben. Und deshalb, die wollten ja, der reiche Typ wollte ja einen Test haben, dass es funktioniert. Und während dieser Experimentierphase haben die ja schon alles durchaus laufen lassen, ohne dass man geahnt hat, dass er so gut ist und wurde entsprechend so dermaßen mit Daten gefüttert, dass nur sowas dabei rausgekommen ist. Und dann, als Rehoboam wirklich an die Öffentlichkeit ging, als es quasi genutzt haben, wie sie es jetzt nutzen, hatten die schon eine Menge Daten. Also genug Daten, dass irgendwelche Datenschutzgesetze da nicht mehr viel machen konnten. Wahrscheinlich. So, und dann führt mich das zur nächsten Frage. An welcher Stelle sind wir denn jetzt gerade? Also wir sind vor der großen Katastrophe oder mitten in der großen Katastrophe? Und wie groß müsste dann die Katastrophe sein, dass du bereit wärst, dein, naja, es wusste ja anscheinend keiner, dass sein Leben vorher programmiert oder erstellt ist. Wir waren ja alle ganz überrascht.
Naja, diese Katastrophe war ja nur ein Auslöser dafür, dass ein Individuum hingegangen ist und diesen Plan aufgestellt hat mit den Rehoboam. Und der ist dann erfolgreich gewesen. Heißt, wenn jetzt, oder sagen wir mal, vielleicht passend zur Finanzkrise 2008, sich irgendwer gedacht hat, scheiße, das ganze System ist ja total kacke, ich brauche eine Lösung für das, ist er vielleicht schon seit 10 Jahren, über da 12 Jahren am Arbeiten und wir wissen noch gar nicht, dass wir, wie tief wir drin sind, genauso wie wir nach den ganzen Edward Snowden Datenleaks und so erst erfahren haben, wie tief die Spitzelei der NSA und so eigentlich geht. Wir können es gar nicht wissen, ob wir schon mittendrin sind in dieser Datensammelei. Wahrscheinlich sind wir schon in vielen Dystopien drin, die wir uns noch gar nicht mal ausdenken können. Verschwörungstheorien, ja, und so, ne? Ja, okay. Ja, also ich meine, klar, dass das, und jeder beruhigt sich vielleicht damit, dass er sagt, ach, ich bin so unwichtig, was interessiert das irgendjemand, was ich mache? Ich meine, wir nutzen hier ja auch für die Leute, die den einen, der uns live sehen kann, YouTube als Livestream, Google als die großen Datensammler, geben alles frei raus, aber das kostet ja auch irgendwas. Und das, was wir machen, ist quasi die Kosten und alles, was wir hier preisgeben. Wart mal ab, bis Google wirklich seine Sprachanalyse perfektioniert hat und aus diesen ganzen Sachen, die wir hier sagen, noch mehr von unserer Persönlichkeit extrapoliert, damit wir als virtuelle Dolores irgendwo später mal auftreten können. Das finde ich immer so schön bei den ganzen Verschwörungsidioten, ja, die sämtliche Informationen aus Medien beziehen, die von den Konzernen gesteuert werden, die sie hinter sämtlichen Übeln der Welt vermuten. Ja. Das ist ja das Problem. Deshalb trauen die diesen Medien ja nicht und sagen, es lügen ja sowieso alle. Ja, Moment, stopp. Aber sie vertrauen ihren Schwachsinn Facebook und YouTube an. Ja. Also ich meine, über die Logik von Verschwörungstheoretikern brauchen wir uns ja hier sowieso nicht unterhalten. Dann wären wir. Ich habe übrigens letztens gelernt, man solle eigentlich eher Verschwörungsmystiker sagen, das würde es besser treffen. Und ich finde, ehrlich gesagt, da ist was dran. Weil Theorie gibt dem Ganzen ja schon so den wissenschaftlichen den wissenschaftlichen Anstrich. Und eigentlich ist es Verschwörungsmystik. Ja. Gut. Zumindest das meiste, was da draußen ist. Ja. Oder wie es unser ehemaliger Kollege Marc letztens geschrieben hat, die Hashtags Stay Awake und zwar noch irgendeiner auf Facebook tragen gerade sehr zur Gesundheitserhaltung seiner Facebook-Timeline bei oder irgendwie sowas hat er geschrieben. Naja, es ist auch hier spannend, dass die Leute, die größten Kritiker, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, einfach die Medien entsprechend nutzen. Also ja. Die Verschwörungstheoretiker nutzen, wahrscheinlich fühlen die sich ganz clever dabei, dass sie es nutzen, weil sie einfach das System hintergehen. Ja. Okay, zurück zur Folge. Also meine Ursprungsfrage war eigentlich, wo befinden wir uns dann? Und wahrscheinlich vielleicht schon irgendwo mittendrin, man weiß es nicht. Aber jetzt werden also plötzlich allen Menschen werden dann ihre Lebenswege gezeigt. Mhm. Und das war schon interessant zu sehen. Leider, also man musste es pausieren, weil man konnte einfach nicht alles sofort lesen. Ja. Ja. Auch die Sachen, die in Großaufnahme standen, man hat immer nur so Wortfetzen gemacht. Ich habe dann mal ein paar pausiert. Also grundsätzlich gab es die Bereiche Life, Social, Beliefs und Connections. Ja. Also das waren die 4 Oberbegriffe. Und in jedem waren dann nochmal Unterkategorien, also bei Social irgendwie Beruf und bei Connections irgendwie Friends and Family und so weiter und so weiter. Bei Life war dann Health etc. drin. Alle hatten eine Klasse, wahrscheinlich von A bis Z. Die meisten, die wir gesehen haben, war irgendwie nur so U und M, also eher so Mittel, was die Kategorisierung anging. Und das war halt schon natürlich schon krass, wenn du das dann im Grunde genommen über dich liest und vor allem, weil du ja in dem Fall ja gar keine Chance hattest, es nicht zu lesen. Es war so ungefähr wie mein Spoiler von dir von vor 2 Wochen. Ja, du hast gar keine Chance gehabt, es nicht zu lesen, weil du hast halt die Benachrichtigung geklickt, klickst halt drauf und bang, da ist es.
Ja. Aber hättest du jetzt gedacht, dass sie es schon in der, was war schon in der fünften Folge, diesen Hammer raushauen, dass sie quasi die Apokalypse in der fünften Folge starten? Nee, ehrlich gesagt jetzt nicht. Also ich hatte das jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm, dass das so gemacht wird. Aber wenn, dann wäre das für mich, also hättest du mich gefragt, wann, hätte ich gesagt, naja, die Staffel hört bestimmt damit auf. Ja, ja, wir denken, glaube ich, noch zu sehr in klassischen TV-Cliffhangern. Und Westworld versucht ja clever zu sein und dementsprechend machen die es schon vorher. Ich könnte jetzt auch wieder spoilern, was ich auf einer Überschrift gelesen habe, dass das Finale underwhelming ist, aber jetzt habe ich es gespoilert. Egal. Toll, und alle, die zugehört haben, sagen, es tut mir leid. Ach so, eine Sache, die ich ganz vergessen habe zu der ganzen Rückblick-Sache. Ich spiele übrigens mit so einem Ding rum, um meine Nervosität zu verbergen. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, dass der Bruder von Serac Ford ist. Inwiefern Ford? Ja, weil man. Ach so, hat, Ford. Ja. Also nicht Ford weg, sondern Ford. Ach so. Ja. Ja, das hatten wir beim letzten Mal, hatte ich auch gedacht. Also, beziehungsweise habe ich nicht gewundert. Da habe ich mich zwar noch gefragt, warum, wieso, weshalb der Franzose, aber gut, okay, ja. Ja, also hätte mich auch nicht gewundert, dass das Ford ist. Nee, oder ich hatte, glaube ich, gesagt, dass der zweite Entwickler, dass das vielleicht der Ford ist. Oder irgendwie sowas war. Ja, genau. Aber nee, aber Ford scheint damit überhaupt nichts zu tun zu haben. Trotzdem ist er ja noch irgendwie da, denn der Bernard ist ja anscheinend für alle irgendwie extrem wichtig. Ja. Also Dolores killt ihn nicht, nein, sie schickt ihn sogar noch über Martin Connell, sogar dann noch zu William. Und ja, Bernard, warum? Also wahrscheinlich, weil er der einzig Mensch-Maschine-Host ist. Oder er hat was, ach nee, er wurde ja von Dolores nachgebaut. Also kann er nicht irgendwas ganz Geheimes haben, was nur Bernard kannte. Ja, wahrscheinlich, weil er ein Mischwesen ist. Und hast du schon recht. Gut, die Frage ist, er ist der Daywalker. Ja. Ja, er ist sozusagen der Daywalker. Ich meine, ja gut, er kann nichts haben, was Dolores nicht kannte. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob Dolores was aus einer Perle rausholen kann. Mhm. Ja, also von daher ist die Frage, was mit ihm ist. Es gibt ja auch noch einen zweiten Maulwurf, wie der Serac gesagt hat. Ja. Also da bin ich auch mal gespannt. Ja, der sagt ja zu Charlotte, if you think you are the only one, you are mistaken. Ja, under my control. Jetzt könnte er natürlich Maeve gemeint haben, so im Allgemeinen. Er könnte aber noch jemand gemeint haben, der noch bei Delos drin ist. Aber die Frage ist, eigentlich bleibt bloß noch Stubbs übrig, von dem wir irgendwie dann, der könnte auch noch ein Reveal haben. Ja, dann war es halt noch Stubbs. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich schätze mal, er meint Maeve, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal zu William wechseln. Ja. Also ich habe gelesen, dass Ed Harris nicht zufrieden war mit seiner Storyline in der Staffel 3. Okay. Und ich habe nicht das genaue Interview gelesen, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe jetzt nur die Headline gelesen, dass er nicht zufrieden war, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Ganz zufrieden bin ich mit dem Man in Black, mit der Storyline auch noch nicht, weil vielleicht einfach nur, weil ich nicht verstehe, wo die hinwollen mit der ganzen Szene und weil das sich so ein bisschen so anfühlt, als hätten die keinen Plan für ihn aktuell mehr, nachdem der Park weg ist. Ja, also ich meine, er war halt noch kurz, also im Grunde genommen bisher, ja, wer weiß, wie es weitergeht, aber bisher hätte seine Storyline noch eigentlich in der dritten Folge enden können. Ja. Also er wird praktisch in die Klapse abgeschoben, damit ist sein Stimmrecht weg und das hätte reichen können. Ja. Dann ist er halt weg. So. Und man hätte nicht mehr großartig gefragt, was ist eigentlich mit ihm, weil der ist halt dann raus aus dem Spiel. Mhm. So bleibt er Teil des Spiels. Ich meine, ich fand diese Gruppentherapie ganz interessant, hatte ein bisschen was, aber es war jetzt auch nicht so mega spannend. Glaubst du, dass das wirklich alte Versionen von ihm waren, die von Delos reingeladen worden sind? Also
von Delos der Firma reingeladen worden sind oder von Dolores reingeladen worden sind. Das ist wirklich eine Kopie seines jüngeren Selbst war, seines älteren Selbst und von Herrn Delos persönlich? Naja, an einer Stelle sagt, glaube ich, irgendjemand, ich weiß nicht, entweder ist es ein William oder ist es der Delos, der sagt, du hast ja früher schon dir Dinge ausgemalt, die nicht gestimmt haben, irgendwie sowas. Mhm. Und er hat ja auch einen schlagenden Vater erfunden oder einen alkoholkranken Vater erfunden, irgendwie sowas. Ja. Und also von daher keine Ahnung, was da stimmt. Ich meine, wie gesagt, ich fand es jetzt eher, es war ja ein ganz interessanter Gag und dann fand ich es aber irgendwie zu lang und es wird halt mal wieder die Frage durchgekaut, sind wir jetzt nur Passagier oder Steuermann unseres Lebens? Ja. Und da wiederholen sich halt auch, also da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Also in der Serie That Shall Not Be Named würde ich jetzt wieder sagen, den fällt auch nichts Neues ein, zitieren Sie mal selber. Ja. Ja. Hier muss ich halt sagen, ja, also ist es jetzt ein Running Gag, dass man teilweise komplette Dialogzeilen in jeder Staffel einfach einmal wieder bringt? Oder soll das so die Frage aller Fragen sein? Ich meine, jetzt hat er ja auch wieder so, are we a passenger or are we in the lead? Ja, und dann sagt er ja dann, if you can't tell, does it matter? Ja, also das ist ja so die Standardsache, die sich da so durchzieht. Ne? Ja. Wenn du es nicht unterscheiden kannst, dann ist es ja auch egal. Er sagt ja dann, naja, es ist ja nicht egal, was wir daraus machen. Okay, ist jetzt irgendwie, du hast vorhin das Wort prätentiös benutzt, irgendwie, ja, ist ein bisschen was dran, ja, also. Deshalb, also für mich geschieht hier auch nicht viel Neues. Alles, was wir so in den letzten Staffeln über ihn erfahren haben, wird nochmal vielleicht vertieft durch seine Kindheitsgeschichte, ja, gut, aber das bringt uns noch nirgendwo hin. Er ist vielleicht nicht mehr der Man in Black und er ist nicht mehr der Man in White. Er kümmert sich nicht mehr um so einen Scheiß, hat er jetzt gesagt. Aber ja, was soll er trotzdem machen? Ist er jetzt die berüchtigte Fliege im System? Die Fliege in der Suppe? Ich weiß es nicht, weil Dolores scheint ja auch noch Pläne mit ihm zu haben. Mhm. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich werde da auch nicht so recht schlau draus. Und ganz ehrlich, für mich hätte es auch nochmal, also mir hätte das Cameo gereicht und dann ist er halt in der Klapse und ist weg. Ja. Ganz ehrlich. Also ich hätte jetzt da nicht gefragt, was ist eigentlich mit William? Und dann hätte ich gesagt, ja, der ist halt jetzt weggesperrt. Fertig. Ja. Ja. Das sehe ich so generell so ein bisschen das Problem bei dieser Staffel, bei ein paar Charakteren, die aus den älteren Staffeln gerade in der virtuellen Welt nochmal dazukommen, dass die dem Ganzen eigentlich nichts hinzufügen, wie der hier, der Revolverheld, der Lover von Maeve und Hector. Ja, Hector. Also Stubbs weiß ich auch nicht, vielleicht hat Stubbs noch eine Funktion, wird sicherlich eine Funktion haben, aber Hector und der Ingenieur, die haben ja jetzt nun wirklich, ich weiß nicht, ob die mit reingebracht haben, weil die Schauspieler mögen, aber zur Story zugetan haben sie nichts. Die haben sie nicht weiterentwickelt oder so. Nee, nicht wirklich. Vor allem, wenn ich dir jetzt noch sage, dass die Seriennummer, also das musste ich auch nachschlagen, ja, dass die Seriennummer, also die Maeve kriegt ja noch zusätzliche Hosts ausgedruckt, ne? Ja. Und also die Seriennummern sind halt die von Clementine, von Hector und von Hanaro. Hanaro ist das Mädel aus Shogun World. Ja. Ja. Also da werden halt auch nochmal, also Clementine, ja, die war halt auch durch, die war halt Zombie-Clementine, hat alle Hosts getötet und ist dann, okay, ja. Also da bin ich schon ein bisschen bei dir und muss auch nicht jeden rausbringen. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, der eine Pfleger, der den William wieder zurück in die Zelle bringt, als da er da aus der Einzelgruppensitzung rauskommt. Ja. Das ist der, jetzt komme ich aber nicht auf den Namen, das ist einer von den, keine Ahnung, waren das Mexikaner, mit denen er, also ist auch eigentlich ein Host, also ja. Beziehungsweise den gibt's als Host in Westworld, ist einer von diesen Mexikanern, ich habe jetzt gerade vergessen, wie der heißt, mit dem man eine Weile am Anfang durch die Gegend zieht. Mhm. Joe oder wie der heißt, oder keine Ahnung, vergessen. Ja. Ja, keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen. Das ist dann so wie bei Musashi aus der dritten Folge so. Kommt der jetzt nochmal? Aus der zweiten Folge war das, glaube ich. Kommt der jetzt nochmal oder ist das jetzt durch? War das jetzt wichtig oder nicht? Also ich glaube, das sind solche Dinge,
die hake ich im Moment so als geckiges Cameo ab. Ich glaube, da wird nichts mehr draus gemacht. Ja, also, wahrscheinlich. Aber dann stört's mich ein bisschen, weil alles hier so eine Bedeutung hat und dann kann man mir nicht solche Sachen reinwerfen, die dann am Ende halt dann doch kein Payoff mehr haben. Ja. Das ist dann ein bisschen doof. Also entweder ihr haltet euch dran und macht halt einfach nichts oder ihr lasst oder alles hat, aber ich, ja, wie gesagt, bin da mir nicht ganz so sicher. Ja, apropos Payoff, die Droge, also die titelgebende Genre-Droge, da hätte ich mir jetzt ein paar krassere Effekte aus der Sicht von Aaron Paul gewünscht, von Caleb, als das, was wir gesehen haben. Das war mir zu wenig Genre. Ja, also welche Genre hatten wir? Ich habe es ja aufgezählt. Wir haben Film Noir gehabt, wir hatten Liebesfilm, wir hatten Actionfilm, wir hatten sowas wie Trainspotting, was auch immer das für ein Genre sein soll. Drogenfilm. Drogenfilm, genau. Und jetzt muss ich gerade noch mal in meinen Aufzeichnungen gucken. Ja, Finale war. Nee, warte mal, ich gucke gerade eben noch mal. Also wir hatten Film Noir, wir hatten Action, wir hatten Liebesfilm, wir hatten Drogenfilm und wir hatten Horror, genau, mit Shining. Ja. Das war übrigens die dritte Kubrick-Referenz, die also drin war. Wir hatten ja zum einen diesen Maskenball mit den Prostituierten, das hatte ja durchaus was von Eyes Wide Shut. Ja. Dann diese AR-Behandlung, ich sag mal so, die hat natürlich Anleihen bei Clockwork Orange, irgendwie so im weitesten Sinne. Ja. Aber dadurch, wenn man halt die Musik von Shining 1:1 kopiert, dann war das mit dem Maskenball und mit Clockwork Orange halt jetzt auch kein Zufall. Ja, klar. Ja. Nee, aber ich meine nicht, dass mir zu wenig Genres da drin waren, sondern die Intensität der Genres, das war mir zu subtil dafür, dass eine Droge echt reinhauen soll. Das hätte intensiver sein können. Wir hätten noch mehr Filter drauf haben können, vielleicht noch mehr aus seiner Sicht das sehen können, weil vor allem was macht denn das Genre Action, wenn du nicht gerade auf der Flucht bist mit einem Granatwerfer in der Hand? Das macht alles wie in einem Michael Bay-Film. Das explodiert nämlich links und rechts einfach so. Ich weiß es nicht. Das habe ich. Also ganz ehrlich, ich fand, das war ein Gag. Ja. Aber ich finde, es hat der Situation erheblich an Ernsthaftigkeit genommen, um es mal so zu sagen. Also ich fand es eigentlich ein bisschen deplatziert. Ja. Also es war ein netter Gag, dass es so eine Droge gibt. Ja, okay, haha. Aber es hat auch Fahrt rausgenommen aus der ganzen. Ja, aus den ganzen es hat Fahrt rausgenommen. Das wäre eher sowas für die erste Folge in Sachen Worldbuilding gewesen. Und dann gibt es diese Droge, die heißt Genre und die macht das und das mit dir. Ja. Ich meine, in der ersten Folge war ja, glaube ich, so eine Droge, wo einer drauf hängen bleibt, ne, in dieser Kunstausstellung oder so. Aber, und dann hat der andere ja bei dem Nuttenmaskenball da ja irgendwie gesagt, das hier ist eine Droge, die kapselt dich von allem ab. Ja. Also, war das dann die Genre-Drohne, wo Droge wurde praktisch am Ende, wo du dann die Realität hast, wo du dann gar nichts hast? Keine Ahnung, also. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Also es war ein netter Einfall an der Stelle, aber fand ich den unnötig einfach. Ja, es war mir einfach zu viel. So ein klein bisschen intensiver und kürzer wäre vielleicht besser dafür gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wo wir gerade noch bei Filmzitaten sind, ein Zitat, das glaube ich auch keiner mehr machen lassen kann, sind halt einfach Hände, die über Weizenfelder greifen. Your originally hands over wheat since Gladiator, ja, oder keine Ahnung, da muss ich halt immer gleich an Gladiator denken, ja. Und was ich ganz ehrlich auch nicht Jahre mehr... Her, 20 Jahre alt mittlerweile, der Film. Ja, ist echt 20 Jahre. Und was ich inzwischen auch nicht mehr hören kann, ganz ehrlich, es müsste ein Verbot für die Nutzung von David Bowie-Mucke in Serien geben. Ey, es gibt auch noch andere Künstler als David Bowie und vor allem, der hat auch noch andere Songs geschrieben als Hero und in dem Fall mal wieder Space Oddity. Yeah. Oh, wie viele Serien in den letzten 3 Jahren habe ich jetzt gesehen, wo Space Oddity vorkommt? Also auf jeden Fall bei Discovery,
Ja, da war es schon lame. Stimmt. Hier wird's nicht, ja, hier wird's nicht besser. Und ich glaube, ich weiß nicht, noch bei Big Bang Theory war es, glaube ich, auch nochmal. Mindestens. Ja, weiß ich, ob's, ja. Also ganz ehrlich, so, oh ja, ich finde David Bowie sowieso gnadenlos überschätzt, ja. Ich konnte mit dem nie irgendwas anfangen. Und Space Oddity, ja, also ganz ehrlich, das ist halt jetzt auch durch. Ist ein netter Song, ja, und hat natürlich auch eine schöne Stimmung gemacht und so, aber ja, ganz ehrlich, das ist, ja, die haben sonst so eine gute Musikauswahl, wie auch hier wieder, mit dem Emerge am Ende und so weiter, also schon geile Songs dabei, aber ich meine, es war auch wieder eine andere Version, aber manchmal vermisse ich so ein bisschen das Piano aus dem Saloon. Das stimmt, ja. Vielleicht passt das auch deshalb ganz gut, dass ich mir die Kirche in den Hintergrund gesetzt habe, weil, ja, das ist, ich mag halt diese Zukunftsversion, und ich finde es auch spannend, wie sie jetzt die Apokalypse quasi da gestalten, auf der Art und Weise, wie sie es machen. Ich meine, die gehen ja quasi auch in so einer Art Lockdown da über. aber ja, diese Originalität des ersten Settings fehlt so ein bisschen. Ja, also beziehungsweise, ja, was soll ich sagen? Also wir waren ja in den ersten zwei Folgen von diesem Worldbuilding durchaus angetan und grundsätzlich bin ich das ja immer noch, ja. Ich bin auch froh, dass wir ein bisschen Robo-Action gesehen haben von diesem Polizeiroboter, ja. Das war ja auch Ziel. Ja, der war natürlich auch ganz klasse. Ja, ich meine, es gibt ja auch Leute, die noch ein bisschen anders drauf sind. Also zum Beispiel ja Charlottes Mann, also der echten Charlotte, ihr Mann, der hat ja sein Profil nicht gelesen. Ja. Und das Witzige ist ja, dass er dann sagt, wir entscheiden über unser Leben und nicht eine Maschine. Und denkst du so, du sprichst gerade mit einer Maschine, die von einer Maschine gelenkt wird, um eine Maschine zu zerstören. Ja. Was er ja natürlich nicht weiß. Also, übrigens krass, dass die den Schritt gegangen sind, wo es mir jetzt wieder einfällt, dass sie ja auch das Kind getötet haben dadurch. Die haben es jetzt das Kind nicht gezeigt, aber es ist schon ein krasser Schritt, wenn es immer um sowas geht in Serien und Filmen. Ja, aber haben sie, ja gut, die anderen, das Kind von Maeve war halt ein Hostkind. Es war ein Hostkind und es ist ja ins Paradies eingegangen quasi. Ja, genau. Und es ist ins Paradies eingegangen. Ja, also ja, du hörst, ich höre aus deinen Schilderungen raus und meinen irgendwie auch so, es tritt ein bisschen auf der Stelle. Ja, wir brauchen einen Knaller jetzt, wir brauchen irgendwie jetzt einen großen Twist, der da reinkommt, wir müssen den Plan wissen oder wir müssen wissen, ob wir in der Matrix sind. Ja. Also ich glaube, das war so ein bisschen so das Build-up. Also jetzt haben wir noch zwei Folgen, ne? Zwei Folgen haben wir noch, es sind acht Folgen. Ja, also ich meine, es war ein sehr langes Build-up. Es spitzt sich natürlich jetzt zu, aber die Charakter sind auch sehr weit voneinander entfernt. Also wenn ich jetzt halt, weißt du, wenn dann noch wieder so Sachen reingeworfen werden, ja, wir haben noch irgendwelche unidentifizierten Signale aus Jakarta, Berlin. Ich sage, Berlin? Was ist jetzt schon wieder Berlin? Ja, ja, da weiß ich halt auch nicht, wohin die Reise noch gehen soll. Also hat das Land Berlin, Berlin-Brandenburg mal wieder kräftig aus der Filmförderungskasse gezogen und die dritte Staffel spielt dann in Berlin, ne? Wir hatten ja schon ein paar deutsche Schauspieler und ein paar deutsche Referenzen jetzt in dieser Staffel drin, von daher. Ja, ich meine, das ist ja nicht, Forever Nerdgirl und ich machen ja gerade diese Zeig mir deins, ich zeig dir meins Nummer, wo wir immer aus unserem Einmachglas hier einen Überraschungsfilm ziehen und jetzt haben wir wieder zwei Filme geguckt und ein Film davon, werde ich jetzt nicht sagen, welcher, aber der war auch durch und durch mit deutschen Fördergeldern versehen. Und es war, der spielt weder in Deutschland, noch ist das irgendwie ein deutscher Film, noch sonst irgendwas. Und denkst du so, hä? Was hat denn die Filmförderung Schleswig-Holstein da bitte mit zu tun? Ja, das also ist aber, ich meine, wir sind noch eine der wenigen, die so genutzt werden. Aber ja, das ist Hollywood. Hollywood nutzt total viel ausländische Fördergelder und inländische Fördergelder, obwohl sie im Ausland produzieren, so ungefähr. Kanada ist ja ein großer Produktionsstandort für Hollywood, um einfach günstiger zu produzieren. Vancouver und Toronto lange Jahre. Ich glaube, mittlerweile sind die auch schon ziemlich teuer geworden.
weil die es nicht mehr so viele Fördergelder denen in den Schoß schmeißen wollen. Aber ja, das ist halt schon, das ist schon eine Eigenart, die Hollywood ständig für sich ausnutzt. Und ich freue mich in unserem Westworld-Podcast, wenn dann in die letzte Folge rauskommt, auch endlich mal das Rätsel um das Wetter, nee, nicht Westworld, um Walking Dead, in unserem Walking Dead-Podcast endlich mal das Rätsel um das Wetter lüften zu können. Ja, gut, das schauen wir mal, ob wir das jemals lüften können. Ja, da wird ja schon noch kommen, die Folge. Ja, klar. Nein, du ja, spielst auf das Interview an, ja. Ich spiele auf das Interview mit dem sehr, sehr netten Michael Cutlitz an. Ja, gut, was bleibt von diesen Folgen festzuhalten? Also wir haben ja schon ein bisschen gesagt, ich hatte noch hier noch ein paar Sachen stehen, die Matrix-Referenzen sind wieder mal zu sehen an jeder Ecke. Ich habe immer noch so die Sorge, dass sie auch so eine Matrix-Nummer raus wollen, aber fände ich nicht schlecht, finde ich gut. Echt? Ja, echt? Ja. Ehrlich? Ja, ich glaube, ich finde... Also die Welt ist schon längst beim Teufel... Nein. Ich finde so, wenn sie es meinetwegen in zwei Zeitsträngen machen oder in zwei Ebenen, wie wir letzten Mal gesagt haben, also, dass sich eine wirklich entpuppt ja, als Matrix. Du bist ja gut in sowas. Du lagst ja nicht so falsch. Auch bei Discovery lagst du nicht so falsch. Weißt du vielleicht gar nicht mehr, aber ich habe es nochmal angehört, unsere ein paar Folgen. Du lagst gar nicht so falsch mit dem Ende. Hm. Dann mach doch mal hier eine Prediction. Also... Ja, also ich meine, wir stoßen die Welt in die Apokalypse und Maeve soll ja irgendwie auch noch Dolores aufhalten. Vielleicht sehen wir in einem Schritt in der Welt, in der Maeve ist, hat Dolores schon irgendwas veranstaltet und deshalb soll Dolores aufgehalten werden. Und in der virtuellen Welt hängt vielleicht eine Version von Dolores fest, um nochmal nachzuspielen, was in der realen Welt passiert ist und um die echte Dolores quasi aufzuhalten. Das ist so ein bisschen meine Theorie, habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Das könnte es für mich nochmal ein bisschen twistiger in dem ganzen Zeug machen, weil sonst weiß ich nicht so ganz, sonst haben die ihr Pulver jetzt gerade schon verfeuert und das glaube ich nicht, dass es schon verfeuert ist. Ja, vielleicht waren die Leute auch vom Staffelfinale ein bisschen enttäuscht, weil halt die wir hatten das auch in einem letzten Folge eher so nach dem Game of Thrones Style gehen und halt ihren Knall in der vorletzten Folge machen und die letzte Folge ist dann nur so ein Epilog. Vielleicht meinen Leute das. Ich hoffe, ich finde das viel besser, wenn wir keinen Cliffhanger am Ende bekommen und dann ewig warten müssen, bis da überhaupt mal drüber diskutiert ist. Ich finde ein Action-Finale ein Action-Vorfinale viel besser und der Aftermath quasi am Ende viel interessanter, weil man direkt sieht, wie die Charaktere reagieren, ohne dass man ein Jahr warten muss oder länger und erst dann wieder in die Serie reinfinden muss. Das finde ich ganz, ganz schlimm immer. Ja, das ist wirklich, wir hatten das in unserer ersten Folge ja auch so schon mal thematisiert. Es tut, die lange Wartezeit tut dieser komplexen Art von Story halt echt nicht gut, ja. Also du brauchst praktisch immer so 3-4 Folgen, bis du wieder drin bist. Und gerade wenn es dann jetzt nur 8 Folgen sind, wie in der Staffel, ist eigentlich später vorbei. Und dann noch diese lange Wartezeit. Ist nicht so. Ich meine, sie haben jetzt schon die 4. Staffel bestellt. Okay. Genau. Aber im Moment ist ja die Frage, wann die überhaupt wieder anfangen können zu drehen und so. Das ist ja alles noch in Sternen. Das heißt, selbst wenn sie wollten, können sie jetzt ja noch gar nicht. Also, ja, bin gespannt. Na, hast du gerade schon richtig gesagt, wir kriegen ja eine 4. Staffel und die Staffeln davor waren in sich ja schon ganz gut abgeschlossen. Die Storystränge haben sie schon genommen und dann am Ende eigentlich nur noch was draufgesetzt, um die Leute, das Interesse in den Leuten zu rufen, zu sagen, was kommt jetzt noch? Der 1. Staffel war der Park, 2. Staffel war Ausbruch aus dem Park und 3. Staffel ist jetzt reale Welt. Was kommt nach der realen Welt? Die hyperreale Welt. Die Überwelt, ja. Um es mit Ichi zu sagen, die Überwelt. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball und werden die 7. und die 8. Folge dann in 2 Wochen besprechen und freuen uns, dass ihr dann natürlich auch wieder einschaltet. Und wir würden auch gerne eure Theorien zu Westworld hören. Was glaubt ihr, wie die ganze Geschichte ausgeht? Schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben oder eine Sprachnachricht schicken an die, jetzt muss ich nochmal gucken, 0152 596 47709.
Und ja, wer öfters auch live gucken möchte und nicht warten will, bis so eine Folge hier in seinem Podcatcher erscheint, der kann das jetzt auch mal machen, indem er unseren YouTube-Kanal einfach mal abonniert und ein bisschen auf unsere sozialen Netzwerke achtet. Auch wenn wir heute spontan unterwegs waren, jetzt einfach nur 3 Leute geguckt haben, ist nicht schlimm. Da sind wir also auf jeden Fall öfter am Start, jetzt auch und mit der Reihe vom Forever Nerd Girl und mir. Und es kommt demnächst, übrigens haben wir noch einen Buchclub. Ja, Michael, das weißt du noch gar nicht. Ja, okay. Forever Nerd Girl liest jetzt auch in dem Lockdown ganz, ganz viele Bücher und hat die auch schon mal besprochen. Da wird also auch noch ein Nerd-Buchclub. Boah, Leute, eure Zeit will ich haben jetzt gerade. Ja, du weißt ja, jetzt. What could be better than having kids? Silence and money. Also von daher, da erwartet euch noch einiges. Und ihr solltet auch auf jeden Fall auf twitch.tv/GermanComicCon gehen und diesen Kanal dort abonnieren. Denn da könnt ihr zum einen die Videos von der German Comic Con Home Edition vom Wochenende nochmal sehen. Da gibt's also einen Cosplay-Contest und Interviews. Wir hatten also wirklich, selbst wenn ihr euch die Stars oder die Namen nix sagen, also das Interview mit Chelsea Reese, jetzt war ohne Witz, Michael, war doch Knaller. Ja? Das war super. Also es war genauso lustig wie Interviews mit Mark Dacascos. Ja. Wenn ihr Lebensweisheiten hören wollt, dann hört euch das Interview mit Sam Jones an. Ja? Wenn ihr die brutale Wahrheit hören wollt über den Hobbit, dann hört euch Manu Bennett an. Seht euch ja, Manu ganz Bennett genau. An. Im Chat ja, wurde noch genau. gefragt, ob er mal tanzen kann. Das müssen wir ihn nächstes Mal fragen. Ja, das müssen wir das nächste Mal fragen. Also von daher wirklich, die Interviews waren toll. Knackige 20 Minuten, das mit Manu Bennett ein bisschen länger. Also geht auf, wie gesagt, den twitch.tv/GermanComicCon. Und dann hören wir uns hier bei den West Nerds in 14 Tagen wieder, wenn wir das Staffelfinale besprechen. Und bis dahin, ja, wünschen wir euch noch eine gute Zeit. Kommt gut durch die verrückten Zeiten. Bleibt gesund. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Michael, dir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschö. Tschö. Produktion des Podcast-Imperiums.